Von einem alten Bekannten, der schon zum 32C3 und zum 33C3 uns in eine wundersame Welt entführt hat, voller mobiler Endgeräte und unsicherer Verbindungen und dem Vertrauen, was wir darin stecken. Er ist Doktorand an der Uni Erlangen-Nürnberg, die hat auch einen langen Namen, den ich nicht aufgeschrieben habe. Er ist Doktorand der Informatik, interessiert sich besonders für die Sicherheit von Mobilgeräten und wird uns heute die fabelhafte Welt des Mobile Bankings näher bringen. Begrüßt mit mir Vincent Haupert. Ja, herzlichen Dank für die Einführung. Ja, fabelhaft ist ja ein sehr vielschichtiges Wort. An dieser Stelle möchte ich zuerst einmal die fabelhafte Zusammenarbeit mit meinem Kollegen Nicolas Schneider hervorheben, ohne den diese Arbeit hier in der Form nicht möglich gewesen wäre. Herzlichen Dank an ihn. Ja, Online-Banking, ich denke mal, so gut wie jeder hier dürfte es machen, ist hinlänglich bekannt, ist seit jeher im PIN-TAN-Verfahren, seitdem es vor 30 Jahren, jetzt bin ich weg. Test? Ja? Ah, okay, hört man nicht auch. Okay, alles klar. Sorry. Okay, also seit jeher im PIN-TAN-Verfahren und ja, also erster Faktor ist irgendwie immer, man loggt sich im Online-Banking-Portal ein mit seinem Benutzernamen und Passwort und danach muss man eine Transaktion aufgeben mit einer IBAN, mit einem Betrag. Und im zweiten Schritt hat man dann irgendein TAN-Verfahren, mit dem man die Transaktion bestätigen muss. Also das ist ein ganz klares Sicherheitselement, das es seit Anfang des Online-Bankings gibt. Ja, und die Art und Weise, wie man eben die TAN generiert, empfängt, abliest, ist recht unterschiedlich. Die ersten drei Verfahren, die man jetzt hier auf dieser Liste sieht, das ITAN-Verfahren, SMS-TAN-Verfahren und ChIP-TAN-Verfahren, sind hauptsächlich aus der Motivation entstanden, dass es relativ viele Schadensfälle in dem Bereich gab, also Phishing vor allem. Und mit ChIP-TAN ist man da quasi an den Zenit angereicht, erlangt. Ja, technisch kann man das eigentlich kaum noch besser machen. Gibt es natürlich auch noch andere Aspekte wie Benutzerfreundlichkeit, die da wichtig sind. Deswegen gingen dann so die Verfahren wie Fototan oder auch AppTan, gehen dann eigentlich mehr in die Richtung, dass sie die Benutzerfreundlichkeit adressieren wollen, was auch durchaus legitim ist. Per se habe ich eigentlich auch gar nichts gegen appbasierte TAN-Verfahren, solange man zwei Geräte verwendet. Also wenn man eine Zwei-Geräte-Authentifizierung macht, hat man ja immer noch den Schutz, dass wenn ein Gerät kompromittiert ist, das andere nicht, ja, zumindest nicht automatisch mit in Mitleidenschaft gezogen wird. So, von daher ist es durchaus legitim. Ich kann mich erinnern, vor 2 Jahren, als ich hier den Talk gehalten habe, wurde ich nach Fototan gefragt und habe noch gesagt, das ist ein relativ solides Verfahren, weil es ja implizit eigentlich forciert, dass man zwei Geräte verwendet. Weil dann muss man ja von dem anderen Gerät abscannen und das generiert dann die TAN. Dann gibt es halt die Verfahren, die Push-TAN-Verfahren, beziehungsweise die über zwei Apps realisiert sind. Also eine die Banking-App, die andere die TAN-App. Das gibt es jetzt mittlerweile seit Jahren. Und das Paradoxe ist, dass man mittlerweile auch Fototan auf einem Gerät machen kann. Ja? Also da kann man zwar nichts mehr abscannen, sondern die kommunizieren einfach untereinander, aber das zeigt eigentlich erstmal, wie abstrus es wird. Ja? Ja, aber eigentlich redet auch heute keiner mehr über Zwei-App-Verfahren. Vielleicht war das auch nur eine Art und Weise, um uns daran zu gewöhnen, dass es eigentlich keine richtige Zwei-Faktor-Authentifizierung mehr gibt. Und eigentlich will heute jeder ein Ein-App-Verfahren implementieren. Das ist insofern eigentlich bemerkenswert, weil das SMS-TAN-Verfahren, wenn man sich das mal anschaut, hat ja eine Geräteentwicklung durchgemacht, von einem Spezialgerät hin zu einem Mehrzweckgerät. Also heute empfängt ja jeder seine SMS auf einem Smartphone. Und es ist im Prinzip auf eine bestimmte Art und Weise auch eine App, mit der man das empfängt. Und damals war es dann das erste Mal möglich, dass man von einem Gerät aus eine Transaktion aufgibt und bestätigt. Und dann hat die deutsche Kreditwirtschaft weise 2008 schon erkannt, dass das keine so gute Idee ist. Dies impliziert bereits, dass die Verwendung des mobilen TAN-Verfahrens zum Beispiel über nur ein mobiles Smartphone für beide Kommunikationsstrecken nicht zulässig ist und daher in den Kundenbedingungen für das Online-Banking explizit ausgeschlossen wird. Dies impliziert bereits, so ist ja eh klar, ne?
Jetzt frage ich mich natürlich, wo ist denn da jetzt dann der Unterschied? Ja? Also hier wird ja auch alles auf einem Gerät gemacht und das habe ich vor 2 Jahren dann auch gezeigt, haben dann einen Angriff auf das Push-Turn-Verfahren gezeigt mit einer Transaktionsmanipulation. Das hat hingegen die Sparkasse nicht so richtig beeindruckt. Die haben halt gesagt, ja, das waren eigentlich alles nur Laborbedingungen, das geht in Wirklichkeit gar nicht. Und es funktioniert nur bei genau einem Gerät, genau einer App und bei genau einer Version. Und jedes Mal, wenn wir eine neue Version rausbringen, ist das ein hoher individueller und manueller Aufwand. Und genau das werden wir heute adressieren. So, jetzt habe ich ja vorhin gesagt, so bei SMS-TAN hat man gesagt, ja, das machen wir nicht, ne, das ist nicht sicher. Und jetzt muss man sich ja fragen, was ist denn dann eigentlich anders bei diesen Apps? Ja? Also da gibt es eine ganze Reihe von Eigenschaften, aber ich denke, wichtig ist diese Absicherung durch Dritte. Und zwar gibt es mittlerweile einen recht großen Markt an Drittanbietern, die App-Härtungen und ja, App-Sicherheit verkaufen, also Drittanbieterprodukte. Und das hier ist tatsächlich nur eine kleine Auswahl. Ja? Und denjenigen, den wir uns heute etwas genauer anschauen werden, ist Promon. So, Promon hat das Produkt Promon Shield und das ist die Informationen, die hier stehen, sind allesamt von der Webseite und der Zweck von Promon Shield ist Schutz von Apps in nicht vertrauenswürdigen Umgebungen. Das Ganze ist universal, das heißt, es ist egal, was für eine App das ist und es ist plattformunabhängig, also geht unter Android und iOS und die haben auch Lösungen für Windows. Ja, und es ist anwendbar innerhalb von wenigen Minuten. Und das ist jetzt aus dem Video das nächste Zitat. Es erkennt und verhindert jede Gefahr in Echtzeit und reagiert, indem es die notwendigen Schritte einleitet, um die App vollständig zu schützen. Die App wird dadurch sicher verwendbar, sogar auf hochgradig infizierten Geräten. Schauen wir uns das mal genauer an. So, was gibt es denn eigentlich so für Eigenschaften, die diese ganzen App-Härtungsgeschichten implementieren. Also das sind jetzt so 2 Sparten. Da gibt es diesen klassischen App-Härtungsbereich, der will statische und dynamische Analyse hauptsächlich verhindern. Und dann gibt es einen eher neueren Bereich, da geht es dann eher um so Security Best Practices, also solche Sachen wie Certificate Pinning und dass man halt die Anwendungsdaten nochmal verschlüsselt. Also klassische Sachen, die Entwickler normalerweise gemacht haben. Und deswegen werden die mittlerweile zum Dreh- und Angelpunkt für sowas. Und es ist gerade im Bereich des Mobile Banking sind die ja eine wichtige Nummer. Wie verwendet man denn jetzt eigentlich das Promon Shield? Wenn ich das jetzt verwenden will für meine App, für meine Android- oder iOS-App, die da links unten dargestellt ist, muss ich jetzt als Kunde noch eine Config, die da oben ist, spezifizieren, also welche Features möchte ich denn haben, zum Beispiel Root-Erkennung, sagen wir jetzt mal, und dann kommt dieses Promon-Integration-Tool und macht irgendwie eine Promon-geschützte App da draus. Und danach kann ich sie sofort in die offiziellen Stores hochladen. Ja. Und das ist jetzt so die Liste an Apps, das sind 31 international, die Promon Shield verwenden. Jetzt, die 2, die ich jetzt gerade ausgeblendet habe, sind eigentlich keine Banking-Apps, kommen auch aus dem Finance-Bereich, aber wir wollen uns jetzt mal nur auf die Banking-Apps konzentrieren. Und hier noch spezieller eigentlich auf die deutschen Banking-Apps. Und dann sieht man auch ganz deutlich, die haben in Deutschland eine wichtige Stellung. Also wenn man sich hier allein anschaut, Commerzbank, DKB, VR-Banken, die Sparkassen, Comdirect, sind alles Banken, die sagen zumindest jedem was. Ja? Und da sieht man schon, die sind wichtig im deutschen Markt, im Markt der mobilen Banking-Apps. Wir schauen uns jetzt tatsächlich eine App an oder machen ein Beispiel an eine App, die vielleicht nicht jeder kennt und das ist Yomo. Warum ist eigentlich Yomo so besonders interessant? Also Yomo ist eigentlich erstmal ein Ein-App-Authentifizierungsverfahren, wie ich schon gesagt habe, ist eigentlich heutzutage nichts mehr Besonderes, das macht eigentlich jeder mittlerweile und das ist N26 nachempfunden. Es gibt, also ich höre immer wieder das Gerücht, dass es intern sogar Number 27 hieß, ja, also das ist wirklich, das Vorbild ist Number 26. Ja, aber das Interessante ist eigentlich, dass es wahrscheinlich die neueste Version von Promon verwendet. Warum? Weil das eine sehr junge App ist und es, da gehe ich davon aus, dass auch von Starfinanz, das ist um die Ecken irgendwie mit Sparkasse was, dass die dann schon die neueste Version verwenden, wenn sie jetzt sagen, wir machen auch so ein Ein-App-Authentifizierungssystem. Gut. Jetzt, wie funktioniert denn das jetzt intern, wenn man jetzt mal ein bisschen technischer wird? Ja? Also, wenn dieses Integration-Tool von Promon kommt, dann übernimmt es die Main-Activity, also den Einsprungspunkt der App letztendlich und bindet dann eine native Bibliothek ein, die libshield.so. Ja, zusätzlich fügen die dann irgendwie noch Java-Klassen ein, die müssen ja irgendwie auch ihre eigene Library laden und irgendwie so ein bisschen Glue-Code.
Und die sind unter anderem auch obfuskiert, aber das spielt jetzt hier in dem Talk erstmal nicht so die Rolle. Das ist ja, sind auch nur denen ihre eigenen Klassen. Dann werden aber zusätzlich aus der App, aus der eigentlichen App, jetzt zum Beispiel Yomo, alle Strings und ein Teil von Konstanten herausgezogen und werden in diese Lipschild.so reingemacht. Ja. Das gleiche gilt jetzt bei Yomo im speziellen Fall auch für ein Client-Zertifikat, das eben die App braucht, um mit dem Backend zu sprechen. Und das macht eben jetzt nicht mehr Yomo direkt, sondern darum kümmert sich die Lipschild.so. Ja, die erste Idee, die man jetzt hat, ist, wir wollen das jetzt irgendwie loswerden, dann modifizieren wir halt mal diese Native Library. Wenn man sich das jetzt anschaut, dann den Einspringungspunkt von der, wenn man mal IDA aufmacht, wem das ein Begriff ist, das ist ein Control Flow Graph. Also das ist nicht Windows abgestürzt oder sowas. Ja, das ist tatsächlich einfach totales Control Flow Flattening. Und ja, das will man sich eigentlich nicht anschauen. Also da gibt es schon auch Ansätze, um das zu unpacken. Das ist mit dem LLVM Obfuscator gemacht. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das diese Open-Source-Variante ist oder irgendwas selbst angepasst ist, kann ich nicht genau sagen. Aber auf jeden Fall, das ist ökonomisch nicht machbar, sagen wir jetzt mal. Ja? Also wir wollen ja irgendwas Einfaches. Ja? So. Ja gut, nächster Ansatz ist dann, ja, wenn wir schon die nicht modifizieren können, ja, dann entfernen wir die Bibliothek halt aus der App. Ja? So. Jetzt, so einfach ist es dann auch wieder nicht, ne? Weil wir haben ja das Problem, die ganzen Strings und die Konstanten und das Client-Zertifikat, die sind ja auch alle in dieser Lipschild.so drinnen, deswegen müssen wir die irgendwie erstmal loswerden. Ja, und fangen wir mal an mit den Strings. Wie schaut es denn da eigentlich aus? Also jetzt ist da einmal dargestellt, links ist Yomo und rechts ist Promon, die native Lib von dem, die Lipschild.so und links ist immer vorher, bevor man irgendwie Promon verwendet hat, unten ist dann danach. Ja, es ist dann halt so, wenn da jetzt einfach ein String ausgegeben werden soll wie Yomo, dann ersetzen die das mit einem Aufruf zu ihrer Native Library und die hat dann irgendwie irgendwelche Mappings bei sich drinnen und gibt dann halt den String zurück. Genau, also das ist eigentlich auch nicht schwer, sage ich jetzt mal. Also es ist logisch, was da gemacht wird. Was macht man jetzt, um das zu umgehen? Ja, wir schauen halt mal, was ist der höchste Index in dem Ding? Und dann iterieren wir eben von 0 bis n drüber und erstellen uns dann ein Mapping davon. Ja? Und dann können wir das Ganze ja wieder rückgängig machen, was die gemacht haben. Ja, soweit so klar. Das war dann danach, hätte man sich die ganze Arbeit gar nicht machen brauchen, weil man kann da einfach drüber iterieren, bis 0 zurückkommt. Ja? Okay, Konstanten hat man im Prinzip ein ähnliches Problem. Bei den Konstanten ist es eben jetzt so, oben hat man da eine Konstante, die war davor minus 1. Und dann, nachdem man Promon verwendet hat, steht da halt irgendein Käse drinnen. Ja? Also irgendwas, was keinen Sinn mehr macht, was nicht funktional ist, nicht der Wert, den die Klasse eigentlich erwartet. Ja, und stattdessen wird ein statischer Konstruktor installiert in der Klasse, die dann dafür sorgt, dass über Reflection dieses statisch finale Feld, das man, könnte man mit Java-Code gar nicht, also da wird es nicht mal kompilieren, wenn man sowas hätte, aber über Reflection kann man solche Sachen machen. Also über Reflection wird das dann wieder richtig gesetzt, bevor das erste Mal drauf zugegriffen wird. Die Lösung ist relativ ähnlich. Man geht einfach in alle Klassen rein, die das eben aufrufen, dieses Push-to-Class. Und man ruft das selber auf und erstellt sich wieder ein Mapping. So, jetzt haben wir das weg. Jetzt kommt das Client-Zertifikat. Und jetzt wird es schon ein bisschen tricky, ja? Weil man kann jetzt nicht mehr genau so vorgehen wie gerade eben. Weil das Problem ist ja, Yomo macht selber aus seinem Java-Code irgendeinen Request. Danach geht das aber nicht an die Android-Library oder an die Java-Library in irgendeiner Art und Weise, sondern es geht in Promon rein und Promon verarbeitet dann diesen Request in dieser Native-Library und die fügen das Zertifikat hinzu. Und jetzt kann man ja nicht einfach irgendwas aufrufen, gib mir mal das Client-Zertifikat. Ja gut, könnte es sein, aber ist da nicht so. Ja. Genau, was machen wir denn jetzt da? Ja, und dann ist die Idee, gut, dann schauen wir halt mal im Speicher. Das muss ja irgendwo im Speicher liegen. Das muss man doch irgendwie finden können. Ja, wir haben halt eigentlich erwartet, wir finden jetzt irgendwie nur das Zertifikat. Ja? Aber was wir gefunden haben, war eine noch viel interessantere Datenstruktur. Ja? So, das jetzt sieht ein bisschen wirr aus, aber das ist eine Konfigurationsdatei. Ja? Aber da komme ich gleich noch drauf, aber da ist auch das, was wir wollen. Ja? Nämlich das Client-Zertifikat drinnen. Das ist Base64 encodiert da drin und ja, Client-Zertifikat, Client-Zertifikat-Key. Schön. Ja, jetzt können wir loslegen. Ja. Also, was machen wir jetzt? Können wir unser eigenes Tool NoMob verwenden, um diesen ganzen Prozess von Promon wieder rückgängig zu machen. Also, wir laden es aus dem Play Store runter, dann haben wir diese Promon-geschützte App. Im nächsten Schritt müssen wir irgendwie unseren Analyzer injecten, der basiert bei uns irgendwie auf dem Frida-Gadget und der sorgt dann eben dafür, dass diese Mappings extrahiert werden. Dafür müssen wir das auf einem Gerät installieren
Und sobald die App gestartet wird, purzeln da diese ganzen Mappings raus und die Konfigurationsdatei auch, beziehungsweise halt das Client-Zertifikat in dem Fall auch noch. Genau, und das füttern wir jetzt in unserem Tool eben und dann kommt die ungeschützte App raus. Ja? Also dann ist man das losgeworden. Ja, der ganze Prozess, also vom Runterladen über das Installieren auf dem Gerät bis das Ausführen von NOMORP, dauert so 5 bis 10 Minuten. Ja, das kommt ein bisschen drauf an, wie groß die App ist. Ja, wenn das irgendwie 10 Megabyte sind, dann dauert es nicht so lang. Und wenn das halt irgendwie so eine 100 MB App ist, dann dauert es halt entsprechend ein bisschen länger, weil wir da irgendwie Transformationen auf Basis von DexLib 2 machen müssen und dann dauert es halt ein bisschen. Aber trotzdem, keine Zeit eigentlich, kommt ein Update raus, laden wir direkt runter und das war's. Ja, jetzt schauen wir aber trotzdem nochmal auf diese Mappings, auf diese Konfigurationsdatei, die wir gerade eben hatten, weil das nämlich eigentlich bemerkenswert ist, weil ich habe jetzt schon die ganze Zeit gesagt, diese ganzen Strings und Konstanten, die sind alle in dieser libshield.so drinnen. Aber das scheint ja dann gar nicht zu stimmen, ne? Weil wir haben ja dann die Konfigurationsdatei gesehen. Warum sollte denn das dann da drin sein? Da würde ich ja irgendwie schon eine Binärdatei erwarten, dass das irgendwie alles schon in bestimmten Datenstrukturen drin ist. Also stellt sich raus, diese libshield.so, die wurde schon bei Promon kompiliert und wird so an den Kunden ausgeliefert. Das heißt, bei dem Kunden wird da gar nichts kompiliert. Ja? Stattdessen, wenn man sich jetzt die Grafik rechts anschaut, als Kunde habe ich eben nur diese App und meine Konfigurationsdatei, dann gebe ich die diesem Promon Integration Tool und die hat schon diese libshield.so drinnen, hat aber natürlich auch irgendwelche Analyse- und Modifikationsmodule. Ja? Und die sind dann halt dafür verantwortlich, dass dann da unten diese Config verschlüsselt wird und die Mappings verschlüsselt werden, aber die liegen letztendlich in dieser App mit drinnen. Und werden dann halt einfach geladen und man verwendet die dann entsprechend. Und das macht jetzt eigentlich nochmal ein ganz anderes Angriffsszenario interessant. Ja, wenn wir jetzt das links nochmal ein bisschen strukturierter anschauen, dann sind da ja irgendwie solche Sachen wie Check-Debugger, Exit-und-Debugger, Exit-und-Debugger-URL. Okay, was heißt das? Heißt erstmal, soll ich überhaupt auch Debugger überprüfen? Was, wenn ich einen Debugger finde, soll ich dann die App crashen? Und wenn ich sie crash, soll er diese URL hier öffnen? Ja, und das ist bei den anderen Sachen relativ analog, sage ich jetzt mal. Ja. Wie wäre es denn, wenn wir diese Konfigurationsdatei einfach, nachdem sie entschlüsselt wurde, bevor sie gepasst wird, modifizieren und sagen einfach, hey, wir schreiben da überall 0 rein. Ja? Ja. Und dann... Also zu dem Zeitpunkt haben wir uns schon ein bisschen geärgert, weil das andere war echt viel Arbeit. Ja? Ja, genau. Also das hat sich jetzt bisher alles, war sehr iOS, Android-spezifisch, jetzt mal ganz kurz auch zu iOS. Ja, bei iOS ist es letztendlich recht ähnlich. Da gibt es auch eine Konfigurationsdatei, die ist aber wesentlich weniger umfangreich und insgesamt habe ich auch das Gefühl, da wird weniger gemacht. Das ist halt auch Binärcode, den kann man nicht so schön transformieren wie irgendwie Java Bytecode. Letztendlich sind da aber ähnliche Checks halt analog zur Android-Welt drinnen und man könnte wieder sagen, ja, wir schreiben das halt um. Ja, jetzt fassen wir nochmal die Angriffe zusammen. Also wir haben 2 verschiedene Angriffe gerade gesehen. Den einen, wo ich gerade schon gesagt habe, der eigentlich relativ komplex war, weil man da relativ viel transformieren muss, der darauf abzielt, dass man irgendwie das Promon-Shield entfernt. Und dann eben gerade eben, was ich vorgestellt habe, man schreibt einfach die Konfigurationsdatei um und dann hat man irgendwie auch kein Problem mit irgendwelchen Kompatibilitäten, bleibt ja alles kompatibel. Man sagt im Prinzip nur de facto, mach einfach nichts. Ja. So, danach ist die App jetzt ja komplett ungeschützt im Prinzip. Ja. Also man kann damit die ganzen Hersteller implementieren in großem Stil auch keinen Repackaging-Schutz und dergleichen mehr. Ja, jetzt können wir doch eigentlich weiter automatisieren. Ja? Also jetzt mal als Beispielangriff, Transaktionsmanipulation. Ja? Und da haben wir gesagt, ja gut, dann erweitern wir doch NOMORP mal so, dass wir das fast vollständig automatisch machen können. Und dann hier jetzt mal als Beispiel, das ist die VR-Banking-App. Weil eigentlich, was man immer nur machen will bei einer Transaktionsmanipulation ist, man will ja bestimmte Views, Text-Views oder sowas manipulieren. Ja? Und das sind halt in dem Fall die Interessanten, sind
Der okay, Name des Empfängers ist jetzt hier falsch. Das muss natürlich eigentlich was anderes sein. Müsste die IBAN sein. Entschuldigung, ist ein Fehler. Aber unten drunter Textbetrag, das ist richtig. Und deshalb, die haben natürlich eine ID irgendwo. Ne? Und die muss man quasi manuell ermitteln. Und alles andere kann man dann vollständig automatisch machen. Ne? Also man kann das alles injecten. Man muss ja nur wissen, was man danach austauschen muss, beziehungsweise auslesen muss. Jetzt machen wir mal eine kleine Demo. Jetzt kann sich aber mal wieder Jomo zurücklegen. Also brauchen jetzt keine Angst haben, geht nicht mit Ihnen weiter. Sondern wir schauen jetzt mal das anhand der VR-Banken an. So, und jetzt mal, das Video haben wir heute Nachmittag gemacht. Deswegen ist es noch etwas, ist etwas zügig entstanden. Deswegen sage ich jetzt mal noch mal vor, was man jetzt gleich alles sehen wird. Also das Szenario ist das folgende. Wir haben ein Nexus 5X mit Android 7 und es hat ein Security-Patch-Level vom letzten Jahr. Also vor ungefähr einem Jahr. Und warum ist das so? Weil da ist, wir wollten irgendwas, wo man Dateien schreiben darf, die man eigentlich nicht schreiben darf. Ja? Also Dirty Cow ist ein klassisch gutes Beispiel. Und warum ist es auch so ein gutes Beispiel? Damit ist es gar nicht so einfach, Root im Sinne von SuperSU zu bekommen. Ich glaube, das ist erst vor kurzem gelungen. Aber man kann halt Dateien schreiben, die man eigentlich nicht schreiben dürfte. Ja, und dann lädt sich eben der Nutzer eine scheinbar gutartige App aus dem offiziellen Play Store runter. Soll ja schon vorgekommen sein, dass da Leute es geschafft haben, sowas zu platzieren. Und die App ersetzt dann eben die VR Banking und die VR Secure Go App mit einer Nom-Opt-Version. Das wird man dann gleich auch sehr schön sehen. Und danach führt der Nutzer eben eine Transaktion über 15 Euro durch und die wird durch 1,23 Euro. Ist nicht so logisch, wenn man jetzt mal vom Kriminell denkt, aber ja, ersetzt. Und ja, das ist eben eine Transaktionsmanipulation. Und bis auf das Bestimmen der IDs, was ich gerade gesagt habe, ist das komplett vollautomatisch. Also das musste man nicht weiter antasten mit manuellem Aufwand, sondern nur die IDs bestimmen. So, jetzt machen wir kurz noch auf, nur damit man kurz die Version sieht. Das war das, was ich gerade gesagt habe. Und als nächstes machen wir jetzt erstmal die VR Banking App auf. Und die wird jetzt schwarz, weil die hat halt dieses Flex Secure gesetzt, damit man keine Aufnahmen machen kann. So, also da sieht man jetzt irgendwie nichts. Okay, die funktioniert anscheinend. So, und jetzt geht's weiter. Jetzt lädt man sich aus dem Play Store runter und ja, das ist echt. So, und das hier, jetzt sieht man hier oben diese Leiste und jetzt, das ist quasi eine scheinbar gute App und jetzt wurde man im Hintergrund exploited. Ja, und jetzt machen wir die VR Banking App nochmal auf. So. Genau, jetzt muss man sich da eben einloggen, jetzt machen wir die Transaktion. Und ihr geht diesmal an mich. Genau, noch kurz die IBAN eingeben. So, eben die 15 Euro, die ich gerade eben gesagt habe, mit Verwendungszweck 34C3. Ist aber nicht so wichtig jetzt in dem Fall. So, genau. Und jetzt ist die Überweisung versendet worden. Das bedeutet jetzt, im nächsten Schritt muss man die Transaktion in der TAN-App, in der Secure-Go-App freigeben und gleiches Spiel. Ja, wurde auch wieder irgendwas gemacht. Ich muss auch wieder das Passwort eingeben und dann im nächsten Schritt. Also wichtig ist jetzt natürlich hier, dass die IBAN stimmt. Das geht aber so schnell, da versichere ich euch, dass das stimmt. Da stehen noch 15 Euro immer noch. Genau, also stimmt ja alles. Also geben wir die Transaktion frei. So, genau, da unten steht auch irgendwie 15 Euro. Passt ja alles. Und ja, wenn man jetzt hier reinschaut, dann waren es aber wirklich 1,23 Euro. Ja. Was hier wichtig ist, also das war wirklich, dass das vollautomatisch war. Also ne, das war nicht, dass jeder jetzt irgendwie nochmal eine App reversed hat oder irgendwie so, sondern man musste im Prinzip ja nur die IDs bestimmen, nachdem Promon draußen war und dann geht das. Gut, dann komme ich mal zum Schluss. Mal die Reaktionen der beteiligten Parteien anschauen und mal ein Fazit schließen dazu. Also mit Promon stehen wir seit Ende November, also gut einem Monat, im Kontakt. Die waren da sehr nett und professionell.
Und sie haben mittlerweile auch eine neue Version des Promon-Shields entwickelt. Die liegt mir in der Beispiel-App auch vor, aber ich hatte jetzt noch nicht die Zeit, um da genauer reinzuschauen. Ich kann aber sagen, jetzt unsere NoMob-Toolchain funktioniert auf die Art und Weise nicht mehr. Also funktioniert nicht wie davor. Ich kann aber nicht genau sagen, ja, was wurde da jetzt genau gemacht und welche großen Anpassungen sind da zu machen. Kann sein, dass es unglaublich viel Arbeit ist, kann aber auch sein, dass es nicht viel Arbeit ist. Aber ich kann es einfach nicht sagen. Der Punkt ist aber eigentlich, also um die Angriffe wirklich komplexer zu machen, bräuchte man mal Individualisierung von den Apps. Ich meine, man kann ja alle Apps gleichartig angreifen. Also man kann das Promon Shield auf die gleiche Art und Weise aus all diesen 31 Apps oder kann es da deaktivieren, indem man diese Config rewritet, weil das halt überall gleich ist, weil das so ein universaler Ansatz ist. Ja, und bei den Banken, ja, die Reaktion, die ich seit Jahren höre, bis heute keine Schadensfälle bekannt. Das ist natürlich ein merkwürdiges Verständnis von IT-Sicherheit, aber gut. Wenn man sich jetzt aber mal anschaut, wie eigentlich überhaupt die Verteilungen von diesen von Mobile Banking ist oder von App-basierten TAN-Verfahren, dann sind die einfach nicht relevant aktuell im Markt. Ja? Also 5-8% hat letztes Jahr eine Studie ergeben, sind diese App-basierten TAN-Verfahren verbreitet und soll sich dieses Jahr nicht groß geändert haben. Also natürlich, aktuell lohnt sich das noch nicht, aber das kann sich für die Zukunft ändern. Ja, und das finde ich ein sehr schönes Zitat von Jens Bender und Dennis Kügler vom BSI. Im Bereich des Zahlungswesens hat sich eine besondere Kreativität in der Auslegung der Eigenschaften einer Zwei-Faktor-Authentisierung entwickelt. Ja. Kann ich nur zustimmen. Und jetzt, wenn man jetzt irgendwie denkt, ja, so nach Mobile Banking, also nach zwei Apps auf einem Smartphone, wird es nicht mehr schlimmer, ja. Das gibt es jetzt mittlerweile auch auf einem Windows und auf einem Mac-PC. Ja, also, ja, okay, kann man machen. Gut, jetzt um mal zwei Fragen ganz zum Schluss. Ist App-Härtung überhaupt sinnvoll? Also sind diese ganzen Produkte, die da angeboten werden im ganzen Markt, haben die überhaupt eine Daseinsberechtigung? Ja, natürlich haben die eine Daseinsberechtigung. Die haben schon einen sinnvollen Schutz, den die da einbetten. Aber das muss ein zusätzlicher Schutz sein. Und dann die andere Frage, ist App-Härtung ein Ersatz für unabhängige Zwei-Faktor-Authentisierung? Natürlich nicht, ja, das habe ich ja gerade eben gesagt. Und eben, weil eben, das sind Softwaremaßnahmen und die können, wie wir in dem Beispiel jetzt gezeigt haben, einfach nicht verhindern, dass jemand das ausnutzt. Danke. Vielen Dank, Vincent, für deinen Talk und einen weiteren Ausflug in die Welt des Mobile Bankings. Wir haben Zeit für einige Fragen. Also wenn ihr Fragen habt, reiht euch an den Mikrofonen auf. Hier gibt es eins, also das ist drei, da vorne ist zwei und so weiter. Die haben Nummern dran. Und dann können wir noch ein paar Fragen, oder Vincent kann ein paar Fragen für euch beantworten. Ihr könnt euch winken, wenn ihr an einem steht. Okay, an Mikrofon 3 haben wir eine Frage. Ja, genau. Vielen Dank für den Talk. Ganz toll. Jetzt gibt es ja für DRM-Systeme schon Dinge wie Whitewine, die TrustZone im Chip direkt verwenden. Hast du bei deiner Forschung da irgendwas von gesehen? Also, das ist ein wichtiger Punkt. Und ich glaube eigentlich auch, dass TrustZone oder allgemein irgendwie Trusted Execution Environments eine Art und Weise wäre, in der man sowas zufriedenstellend sicher auf einem Gerät machen könnte. Ja, also gerade eben läuft der Bootstorm-Vortrag von den Jungs von der UCSB, die würden mir da jetzt vielleicht widersprechen, aber ich sage insgesamt, das ist ein Ansatz, auf den lässt sich auf jeden Fall aufbauen, aber dass ich da irgendwas genau gesehen habe, kann ich jetzt nicht behaupten. Also jetzt gerade auch die alle setzen das nicht ein. Ist natürlich auch das Problem, dass es da keine einheitliche Lösung bisher gibt. Ne? Also da gibt es irgendwie so ein paar proprietäre Lösungen und jeder will sich da irgendwie durchsetzen, aber so einen einheitlichen Standard gibt es nicht, von daher ist das schwierig. Mikrofon 1 bitte. Waren die untersuchten Apps alle schon nach der PSD2-Richtlinie sozusagen zugelassen? Also bezog sich da darauf das Zitat von den BSI-Leuten? Ja. Die schreibt das ja explizit vor, Zwei-Faktor.
Authentisierung. Ja, also genau, die PSD2 schreibt vor, starke Kundenauthentifizierung, müssen wir jetzt ein bisschen weiter ausholen. Da wurden jetzt gerade eben aber die genauen technischen Standards dafür erst verabschiedet. Gibt es noch eine 18-monatige Übergangsfrist, wo die Banken Zeit haben, sich da anzupassen. Aber halt in den ganzen Werbevideos wird ganz oft auch davon gesprochen, jetzt gerade von diesen Drittanbietern auch, dass sie PSD2 kompatibel sind. Es ist ein bisschen schwierig zu sagen, was die PSD2 jetzt dann da genau vorschreibt. Ich glaube, so die letzte Entscheidung, die dazu getroffen wurde, ist eher Richtung, wir akzeptieren den Status quo. Man kann das aber meiner Meinung nach immer noch so lesen, dass man eigentlich irgendwie eine sichere Anzeige und eine Nicht-Kopierbarkeit für ein Besitzelement hat. Ja? Also von daher, das ist nicht ganz klar. Also wenn Sie jetzt die Banken fragen, dann sagen die, ja, natürlich sind die PSD2 konform. Ja? Eine Frage, oder fragen wir den Signal Angel, gibt es Fragen aus dem Internet? Das scheint nicht der Fall zu sein. Ich habe noch eine Frage bei Mikrofon 2. Hast du dir außer Promon noch andere Bibliotheken angesehen? Nein, habe ich nicht. Das liegt aber einfach auch daran, also es gibt ein paar andere, die im deutschen Markt auch noch verbreitet sind. Oder was heißt verbreitet? Es gibt einzelne, die das einsetzen. Die Deutsche Bank setzt mittlerweile Erxan ein. Dann gibt es irgendwie noch die ING DiBa, die Kobil verwendet und sowas. Also da kann ich jetzt nichts Genaueres dazu sagen. Ich meine, ich habe ja auch nichts per se gegen Promon. Also kein Problem mit denen. Aber das Problem ist halt eigentlich eher, dass sie so relevant im deutschen Markt sind und ich irgendwie festgestellt habe, irgendwie, dass das so gut wie jeder verwendet. Deswegen hat es sich halt gelohnt, das sich genauer anzuschauen. Und das, wenn jetzt jeder eine andere App-Härtungslösung verwenden würde, da hätte man ja auch wieder einen viel größeren Aufwand. Also müsste man die sich ja alle anschauen. Und so ist es aber, man kann irgendwie einmal Promon deaktivieren und das geht für alle. Ja, das ist ja das Problem eigentlich. So, Mikrofon 1, letzte Frage. Vielen Dank für den Vortrag. Eine Frage zu dem Angriffsvektor. In diesem Fall wurde ja einfach die App ausgetauscht und dann, sagen wir mal, leicht angreifbar gemacht. Wäre es denkbar, vielleicht auch beim gerouteten Phone, dass man einfach nebendran eine Application hätte, die das dann einfach on the fly austauscht und so Applikationen angreift? Wurde das untersucht? Also ich meine, das machen wir im Endeffekt. Ne? Also ich meine, wir binden ja eine Komponente in diese App ein, die das macht. Ne? Also ich meine, in dem Fall wurde es jetzt ersetzt, aber das ginge natürlich auch. Ne? Also ich glaube nur, dass das Ersetzen von der App ist ja quasi so mitunter das Einfachste, was man machen kann. Also ich meine, wenn es nicht geroutet wäre, dann wäre es ja wahrscheinlich nicht möglich, von einer App auf die andere nachher zuzugreifen und das auszutauschen. Nee, ja, genau, ja. Also es müsste natürlich geroutet werden oder gibt es andere Ansätze dort? Also ich meine, es gibt immer so eine Unschärfe zwischen, was ist ein Root Exploit, also Privilege Escalation, und was ist geroutetes Gerät. Ja? Also geroutetes Gerät ist bei mir eine bewusste Entscheidung. Ich installiere jetzt bei mir SuperSU oder Majisk oder was auch immer was. Ja? Also das ist bei mir eine bewusste Entscheidung. Dafür verwende ich unter Umständen Privilege Escalation, um das zu platzieren. Aber ein Privilege Escalation an sich, zum Beispiel Dirty Cow ausnutzen, das ist ja nicht persistent. Ja? Also das wird irgendwie einmal ausgenutzt und dann, also Spuren davon, müssen wir jetzt einen Forensiker fragen, aber ich glaube, das ist schwierig. Ja? Und das ist ja, glaube ich, auch der große Unterschied. Ja? Privilege Escalation mache ich einmal, um meinen Angriffsvektor zu platzieren und danach helfen die ganzen Root Detections von den Lösungen sowieso gar nichts mehr. Ich habe ja keinen SuperSU installiert. Okay. Danke. Ja. Okay, nochmal herzlichen Dank, Vincent Haubert. Einen großen Applaus. Applaus